Im dritten Teil der Reihe Mai-Mühlhausen geht es um die Innenstadt, deren Fläche von der inneren Stadtmauer umschlossen ist. Die Innenstadt von Mühlhausen in Thüringen geht in seiner heute noch gültigen Aufteilung wahrscheinlich auf das 13. Jahrhundert und den Bau der inneren Stadtmauer zurück. Unterteilt wird nach dem Stadtchronisten Christian Gottlieb Altenburg in Unterstadt, die sogenannte Altstadt, und in Oberstadt, die Neustadt. Mit einer Fläche von fast 2 Quadratkilometern war Mühlhausen im Mittelalter nach Erfurt die zweitgrößte Stadt in Thüringen. Die Grenze zwischen Oberstadt und Unterstadt bildet die Schwemmnotte. Das einzige Gebäude auf ihrem Bachlauf ist das Mühlhäuser Rathaus. Auf dieser Karte ist das gesamte Innenstadtgebiet von Mühlhausen und die Aufteilung in Ober- und Unterstadt zu sehen. Wenden wir uns zunächst der Oberstadt zu. Der Einfachheit halber habe ich die Grenze zwischen Ober- und Unterstadt etwas nach Norden verlegt. Für den dritten Teil von Mai-Mühlhausen verläuft sie auf der Mitte der Wahl- bzw. Jüdenstraße. Die Karte links oben wird uns den ganzen Film hindurch begleiten. Sie rückt später in den linken unteren Teil des Bildes. Auf ihr zeigt uns ein kleiner blauer Stern, wo in der Oberstadt wir uns gerade befinden. Die Oberstadt ist der jüngere Teil der Innenstadt. Die Hauptkirche ist die Marienkirche, der zentrale Platz ist der Obermarkt. Wahrscheinlich wurde die Neustadt ab Anfang des 13. Jahrhunderts angelegt. Die Ausdehnung der Altstadt nach Westen und der künstliche Wasserlauf des Plobachs sowie die Nähe zur ehemaligen Reichsburg waren wohl die Hauptgründe. Ebenfalls dürften das 1207 gegründete Antonius-Hospital, die Antonius-Mühle und die 1180 erstmals erwähnte Marienkirche wichtige Gründe für die Ansiedlung hier gewesen sein. Am Anfang unseres Rundgangs durch die Oberstadt steht das Haus am Frauentor 6 mit einer Aufnahme aus dem Jahre 1977 im Vergleich zu einem Foto aus dem Jahre 2012. Der Straßenbogen zwischen der Güldenen Ecke und der Holzstraße wurde erstmals 1376 als Contra Valuam Domine Nostre erwähnt. Benannt wurde diese Straße nach dem Tore unserer lieben Frau, dem Frauentor. Am Frauentor Nummer 7 steht die Antoniusmühle. Sie wurde im Jahre 1323 errichtet und diente bis Mitte des 19. Jahrhunderts als Senf- und Getreidemühle. Ihr Mühlrad wurde 1828 und der Wasserkasten vor der Mühle 1950 entfernt. Von 1999 bis 2002 wurde das Gebäude saniert und zu einer historischen Gastwirtschaft umgebaut. Die folgenden Bilder aus den Jahren 1905 und 1930 zeigen die Antoniusmühle und das Antoniushospital. Der Baubeginn des Antoniushospital geht auf das Jahr 1207 zurück. Damit ist es das älteste dokumentierte Krankenhaus in Deutschland. Die Antoniuskapelle wurde im Jahre 1270 erbaut. Eine Kapelle war zur damaligen Zeit auch für ein städtisches Krankenhaus wie das Antoniushospital wichtig. Wichtiger noch als Operationssäle oder Intensivstation. Das Antoniushospital mit Kapelle gehören zur Holzstraße, der früheren Holzgasse. Die Hausnummer ist die 13. Das Haus in der Holzstraße 12 gehört zum Areal des ehemaligen Antoniushospitals, das auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken kann. Errichtet als städtisches Krankenhaus mit Kapelle, diente es bis in die 1990er Jahre als Alten- und Pflegeheim sowie als Sitz des Rates des Kreises Abteilung Kultur. Nach aufwendiger Sanierung beherbergt das ehemalige Antoniushospital heute eine freie Jugendherberge. Das Grundstück Holzstraße 14 gegenüber dem Antoniushospital gehörte bis Mitte des 17. Jahrhunderts zur Parzelle der Antoniusmühle und trug die 250 als Hausnummer. Um 1500 entstand hier das erste Gebäude über einem noch heute existierenden Gewölbekeller. Dieses Haus wurde beim großen Stadtbrand 1649 zerstört. Die 80 cm dicke Ostmauer mit deutlichen Brandspuren bildet noch heute die Westmauer des Hauses Nummer 15. Das zweite Haus wurde, wie auch das Haus Nummer 15, nach dem Stadtbrand 1649 errichtet. Es war bis 1990 bewohnt, stand dann lange leer und wurde 2005 abgerissen. Der heutige Bau ist dem vorigen nachempfunden. Es wurden viele aus Mühlhausen stammende historische Bauteile verwendet, wie die bleiverglasten Schiebefenster.
Die folgenden Aufnahmen aus dem Jahre 1962 zeigen die Holzstraße mit Blickrichtung nach Westen. Erstmals erwähnt wurde die damalige Holzgasse im Jahre 1291. Ihren Namen hat sie von den Hölzern, die hier einst zum Bauen und Heizen gelagert wurden. Wahrscheinlich wurde hier auch der Mühlhäuser Holzmarkt abgehalten. In der Holzstraße 7 befand sich der sogenannte Pliedenhof. Plieden sind mittelalterliche Schleudermaschinen, die hier wahrscheinlich zur Stadtverteidigung aufbewahrt wurden. Nach ihnen ist auch dieses Innenstadtviertel, das sogenannte Pliedenviertel, benannt. Das große Gebäude in der Holzstraße 4 ist der ehemalige Anröder Freihof. Dieser wurde im Jahre 1301 vom Eichsfelder Zisterzienserkloster Anrode erbaut. In den Kellerräumen befindet sich eine 190 Quadratmeter große Pfeilerhalle aus dieser Zeit, die noch sehr gut erhalten ist. Die ursprünglichen Gebäude wurden bei den Stadtbränden 1649 und 1689 zerstört und später neu aufgebaut. Durch Säkularisation, Einziehung von Kircheneigentum durch den Staat, wurde das Kloster Anrode im Jahre 1810 geschlossen. Der Anröder Freihof wurde Privateigentum. Eine getreue Hand geht durch alle Land. Als Zelscher Hof bin ich bekannt. Ich ward auch Turn und Taxis Posthaus genannt. Hausfried ist Hausfreund. So steht es im Lagebalken über dem Tore der Holzstraße 1. Erbaut wurde dieses Gebäude wahrscheinlich Mitte des 13. Jahrhunderts. Der damalige Zelsche Freihof wurde beim Stadtbrand 1340 stark beschädigt. Zerstört wurden auch hier gelagerte Unterlagen und Dokumente des Klosters. Von 1358 bis 1360 neu aufgebaut, diente er aber schon seit 1334 als Turn- und Taxis-Posthaus. Bis 1802 wurde der gesamte Postverkehr von, nach und über Mühlhausen hier abgefertigt. Das Grundstück bei der Marienkirche 6 ist ebenfalls sehr interessant. Die Zufahrt erfolgt über ein Tor in der Holzstraße gegenüber dem Turn- und Taxis-Posthaus. Sehr schön kann man die für Mühlhausen typische Innenhofgestaltung hier sehen. Das genaue Baujahr dieses Hauses ist nicht bekannt. Teile des Gebäudeensembles stammen aus dem 15. bzw. 16. Jahrhundert. Belegt ist ein umfangreicher Um- und Ausbau durch den Posthalter von Turn und Taxis im 18. Jahrhundert. Die nächste Grundsanierung erfolgte in den 1990er Jahren. 2012 erfolgte der Ausbau des Dachgeschosses. Die Sackgasse, an deren Ende der Sackgassenturm steht, ist schon aus Teil 2 von Main-Mühlhausen, in dem es um die Stadtbefestigungen geht, bekannt. Erstmals erwähnt wurde sie im Jahre 1380. Über die Regensgasse wurde ebenfalls schon im Beitrag über die Stadtbefestigungen gesprochen. An ihrem Ende stand bis 1688 ein Wehrturm. Heute ist sie der Endpunkt und der Ausgang für den begehbaren Teil der Stadtmauer. Die Regensgasse wurde 1402 erstmals erwähnt und wahrscheinlich nach der Mühlhäuser Familie Regis benannt. Von ihrer ersten Erwähnung im Jahre 1387 bis 1714 trug die Fortenstraße den Namen Eselsgasse. Bis dahin wurde auch das Stadttor am Ende der Fortenstraße als Eselspforte bezeichnet. Diese Pforte war so eng, dass sie nur mit Eseln und nicht mit größeren Wagengespannen passiert werden konnte. Im Jahre 1714 wurde die Eselspforte abgerissen und durch das größere und breitere Pfortentor ersetzt. Auch das Pfortentor war dem steigenden Verkehr nicht mehr gewachsen und wurde als vorletztes Stadttor im Jahre 1891 abgerissen. Der Obermarkt ist der zentrale Marktplatz der Neustadt. Als Contralibeum in Foro Novo Civitatis wurde er 1375 erstmals erwähnt. Zuvor war er ein Teilstück des Salzmarktes, der sich von der Grasegasse bis zu der heutigen Heuergasse erstreckte. Seinen Namen wechselte er sehr häufig. So hieß der Obermarkt von 1882 bis 1933 Postplatz, von 1933 bis 1945 Hitlerplatz, von 1945 bis 1946 wieder Postplatz
und von 1946 bis 1990 Karl-Marx-Platz. Der Obermarkt wird von zwei großen Gebäuden dominiert. Im Osten das ehemalige Fleischhaus Obermarkt 1, das um 1900 der kaiserlichen Post weichen musste, und im Westen die Brotlaube Obermarkt 21 bis 23. Dieses Bild aus dem Jahre 1865 zeigt das ehemalige Fleischerhaus, das im Jahre 1577-78 gebaut wurde. Es war Lager- und Verkaufshaus der Mühlhäuser Fleischer. Um 1600 gab es immerhin 86 Fleischermeister in der Stadt. 1880 bis 1882 wurde das alte Gebäude abgerissen und an seiner Stelle das kaiserliche Postamt gebaut. Dies wurde im Jahre 1913 durch die sogenannte Paketpost erweitert. Ende der 1990er Jahre wurde das Nebengebäude, in dem sich die Paketpost befand, wieder abgerissen und die Deutsche Post zog aus dem Obermarkt 1 aus. Zuletzt war die Deutsche Rentenversicherung bis Ende 2013 hier ansässig. Mit Blickrichtung nach Südosten zeigen diese beiden Aufnahmen aus den Jahren 1900 und 1974 den Obermarkt und die Post im Vergleich zum Jahr 2012. Dieses Bild aus dem Jahre 1973 zeigt den Obermarkt und die Brotlaube. Bei den Stadtbränden Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das ursprüngliche Gebäude zerstört. Es diente damals als Tuchlaube und war Sitz des Schultheiß. Von 1713 bis 1723 in der heutigen Form neu aufgebaut, war es dann Sitz der Mühlhäuser Bäckerzunft. Ab dem 18. Jahrhundert verkauften die Bäcker ihre Waren in den Geschäften auf dem Steinweg. Die Brotlaube, deren Namen sich bis heute gehalten hat, diente dann als städtisches Casino, in dem vornehme Gäste der Stadt logierten und für Feierlichkeiten des Rates. Auf dem Obermarkt vor der Brotlaube stand der Schandpfahl und das Drillhäuschen, wo Missetäter der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Heute findet man in der Brotlaube Teile der Stadtverwaltung und das Ordnungsamt. Aus einer Zeit, in der militärische Normen noch die Öffentlichkeit prägten, stammt dieses Foto. Es wurde am 23. April 1916 aufgenommen und zeigt das Kriegswahrzeichen des Ersten Weltkrieges auf dem Obermarkt. Die nun folgenden Aufnahmen, meist aus den 1960er Jahren, zeigen die Nordseite des Obermarkts. Dieser erstreckt sich von der Bollstädter Gasse bis zur Fortenstraße und wird um 1420 als einziger Markt der Oberstadt als Salzmarkt erstmals genannt. Zwischen Bollstädter Gasse und Fortenstraße führt noch die heutige Heuergasse Richtung Burg. 1570 erstmals erwähnt und nach der Mühlhäuser Familie Heuer benannt, war auch sie einst eine Sackgasse, an deren Ende ein Mauerturm stand. Von 1402 bis zu ihrer Umbenennung 1570 trug sie den Namen Kühlstädter Gasse. Das Haus Obermarkt 14 an der Ecke Heuergasse war einst ein Gasthaus mit Herberge. 1902 wurde es zusammen mit Haus Nummer 13 abgerissen und im heutigen Stil neu errichtet. Dieses Gasthaus, das den Namen Weißes Ross oder Rösschen trug, wurde um 1570 errichtet und war eins der ältesten Gasthäuser der Stadt. Das Rösschen war vor allem im 17. Jahrhundert eine gefragte Adresse. Zu den bekanntesten Gästen zählten im Jahre 1620 der Erzbischof von Mainz und im Jahre 1627 Johann Heinrich von Metternich. Vom 16. bis 19. Oktober 1632 bezog General Pappenheimer ebenfalls im Rösschen Quartier. Mühlhausen zeichnete sich bis 1989 durch eine sehr hohe Anzahl von Gaststätten, Restaurants und Hotels aus. Drei Gaststätten gab es allein auf dem Obermarkt zwischen Bollstädter Gasse und Heuergasse. Im Obermarkt Nummer 7 die Goldene Sonne, im Obermarkt 8 den Goldenen Stern und im Obermarkt 9 die Zentralhalle. Dieses wahrscheinlich einmalige Foto aus dem Jahre 1990 zeigt die Südseite des Obermarktes. Hier befand sich der Posthof, die Rückseite der alten Paketpost. Bis kurz nach der Wende wurde die gesamte Brief- und Zeitungszustellung für den Kreis Mühlhausen von hier aus abgewickelt. Seit 1781 gab es am ehemaligen Salzmarkt 89 eine Gaststätte.
Damals hieß sie der halbe Mond, ab 1790 Stadt Amsterdam. Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal umbenannt in Zentralhalle, wurde die Gaststätte 1930 geschlossen. Gleich nebenan am Obermarkt 8 befand sich die Gaststätte zum Goldenen Stern. 1525 erstmals erwähnt, hieß sie bis 1751 Blauer Stern. Auch lautete die Adresse damals am Salzmarkt 90. Einst gab es im Stern neben vier Logierzimmern und Ställen zwei Schankstuben. Wirtsleute und Pächter wechselten sehr oft. 1981 letztmalig renoviert, ist das Haus seit 1990 nicht mehr genutzt und verfällt. Neben dem Stern am Obermarkt 7 war das Gasthaus zur Goldenen Sonne. Jahrelang existierten alle drei Gasthäuser, die Zentralhalle, der Stern und die Goldene Sonne, nebeneinander und konnten über Mangel an Gästen nicht klagen. Im Jahre 1617 wurde der Gasthof zum Roten Ochsen am Salzmarkt 91 erbaut und 1664 in zur Goldenen Sonne umbenannt. 1897 kam ein Schlachthaus hinzu. Es gab einen Bier- und einen Weinkeller, zwei Ställe, eine Sammelgarage für bis zu 6 Wagen und 11 Fremdenzimmer. Auch in der Goldenen Sonne wechselten die Besitzer und Pächter sehr oft. Nach 1945 wurde der Gasthof noch bis 1959 privat geführt. Danach übernahm die HO das Haus und richtete hier die Betriebsküche ein. Diese wurde bis 1990 betrieben. Seither steht das Gebäude leer und ist wie der ehemalige Goldene Stern dem Verfall preisgegeben. Als Placea Bolkstede erstmals 1387 erwähnt, war die Bollstädter Gasse bis 1889 ebenfalls eine Sackgasse, an deren Ende ein Stadtmauerturm stand. Ob der Straßenname von dem nahe bei Mühlhausen gelegenen Ort Bollstedt herrührt oder von der Mühlhäuser Familie de Bollstede, die hier Besitz hatten, ist nicht genau geklärt. Die Krasegasse, hier ein Bild aus dem Jahre 1957, ist die Verbindung zwischen dem alten Salzmarkt und dem Steinweg. Sie wurde nach dem alten Grasmarkt, auf dem mit Heu, Gras und Hafer gehandelt wurde, benannt. 1599 taucht ihr Name erstmals in Büchern auf. In der Burgstraße 25, gegenüber der Krasegasse, an der Ecke Bollstädter Gasse, steht das Katschsche Haus. Benannt wurde es nach den ehemaligen Besitzern der Familie Katsch. Früher wahrscheinlich als Hof geführt, war es danach eine Taxi- und Autovermietung. 1984 riss man das alte Haus wegen Baufälligkeit ab. In der heutigen Form neu aufgebaut und in den 1990er Jahren saniert, fanden erst ein Drogeriemarkt und danach ein Friseurgeschäft hier seine Bleibe. Unsere nächste Station ist das Burgstübchen in der Burgstraße 16, früher auch als Gaststätte Blättermann bekannt. Bereits 1691 wurde das Haus, in dem einst Handwerker wohnten, erstmals erwähnt. Seit 1930 war es eine Gaststätte, in der es für wenig Geld gut zu essen gab. Vor allem Pferdefleisch aus der eigenen Rossschlächterei standen auf dem Speiseplan. Der Ausspruch »Wir gehen zu Blättermann« war in den schlechten Zeiten nach 1945 in Mühlhausen oft zu hören. Bis 1969 wurde die Gaststätte fast immer durch die Familie Blättermann betrieben. Von 1970 bis zur Schließung 1989 übernahm unter dem Namen Burgstübchen die HO den Betrieb. Saniert und umgebaut ist das Haus heute ein Kleinod mit Friseur, Gaststätte und einem Durchgang zum Busbahnhof, dem Burggässchen. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahre 1935 und aus dem Jahre 1975. Auf dieser kann man noch im Hintergrund die 1995-96 abgerissene Burgbrauerei sehen. An ihrer Stelle entstand Ende der 1990er Jahre die Burggalerie als innerstädtisches Einkaufszentrum. Die Burgstraße 2 war wohl schon früher ein Geschäftshaus mit Wohnungen in der ersten Etage. Der Laden wurde aber schon in den 1970er Jahren nicht mehr genutzt. Ende der 1990er Jahre wurde das Haus umgebaut und saniert und ist heute ein reines Wohnhaus. Die Straße, die die Oberstadt mit dem Burgtor und wahrscheinlich auch mit der Pfalzburg verband, heißt heute Stätte.
Erstmals erwähnt wurde sie 1805. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts jedoch war ihr Name enges Gässchen. Der Ursprung der Bezeichnung Städte ist bis heute nicht geklärt. Das von den Mühlhäusern liebevoll und einfach nur Zentral genannte Gebäude ist das Dominierende an der Stätte. Das Zentralcafé und der Zentralfilmpalast wurden am 25. Dezember 1911 eröffnet. 1927 erfolgte ein Umbau, bei dem das Café erweitert und das Kino neu gebaut wurde. Wiedereröffnung war am 5. November 1927. Weitere Umbauten erfolgten 1988 und 1990. Die kleine Burgstraße, die 1418 erstmals erwähnt wird, gehörte früher zu der Straße hinter der Mauer und hatte keinen namentlichen Bezug zu der ihr gegenüberliegenden Burgstraße. Wegen des geringen Platzangebotes wurden die Häuser in der kleinen Burgstraße 11 bis 14 direkt an die Mauer gebaut. In den alten Schriften über die Stadt Mühlhausen taucht die Breitenstraße erstmals im Jahre 1380 auf. Als in Plantea Ampla Prope Altum Tarim bezeichnet, war sie wahrscheinlich damals eine der Hauptzugänge zur Pfalzburg. Da auch an ihrem Ende ein Wehrturm stand, wurde sie bereits im Zusammenhang mit den Stadtbefestigungen erwähnt. Die Gasse hinter der Mauer wurde nach ihrem Verlauf direkt hinter der Stadtmauer benannt. 1418 erstmals erwähnt, verlief sie ursprünglich vom Hamssack bis zur Stätte. Heute endet sie in der Breitenstraße. Als die Fotos im Jahre 1963 entstanden, waren die Häuser 2 und 3 noch bewohnt. Die Mönchgasse verläuft parallel zur Gasse hinter der Mauer zwischen Breitenstraße und Hauptmannstraße. Sie erhielt ihren Namen in Anlehnung an das ehemalige Dominikanerkloster, auch Predigerkloster genannt, das sich von 1348 bis zum Stadtbrand 1422 auf dem Flurstück zwischen Steinweg, Breitenstraße, Mönchgasse und Hauptmannstraße befand. Die Mönchgasse entstand erst um 1678, nachdem das Kloster aufgelöst wurde. Das Foto aus dem Jahre 1963 zeigt ein Gebäude des ehemaligen Hauptmannhofes. Die ehemalige Hauptmanngasse, die im Jahre 1451 erstmals erwähnt wurde, war bis 1875 eine Sackgasse. Bis 1867 stand an deren Ende der sogenannte Pulverturm. Die Hauptmanngasse gab dem nordöstlichen Innenstadtviertel den Namen. Zum Hauptmannviertel gehörten unter anderem der Steinweg, die Burgstraße, Brückenstraße und Teile der Görmerstraße. Dominiert wird die Straße vom Hauptmannhof in der Nummer 7. Hier wohnte der Stadthauptmann. Heute ist dort der Sitz der SWG, der früheren KWV. Der Steinweg ist die Hauptgeschäftsstraße von Mühlhausen. Er erstreckt sich von der Görmerstraße bis zum Obermarkt und wird von vielen Mühlhäusern auch heute noch in Obersteinweg und Untersteinweg unterteilt. Ursprünglich bestand der Steinweg aus 4 Teilstücken. Das unterste Teilstück zwischen Görmerstraße und Hauptmannstraße hieß früher auf der Fuhlbrücke bzw. Fuhlbrückengasse nach der alten Fuhlbrücke über die Schwemmnotte. Der südliche Teil zwischen Allerheiligenkirche und Hamssack hieß Sperlingsberg. Als Untersteinweg wurde das Stück zwischen Hauptmannstraße und Stätte bezeichnet. Der Krautmarkt war die Nordseite des Steinwegs zwischen Grasegasse und Obermarkt. Diese Unterteilung wurde durch die Neunummerierung im Jahre 1888 aufgehoben. Als Via Lapidea wurde der Steinweg in einer Urkunde vom 9. Juni 1315 erstmals erwähnt. Sein Name rührt von der Straßenpflasterung her. 11 Jahre lang, zwischen 1934 und 1945, trug der Steinweg den Namen Hindenburgstraße. Dieses Foto aus dem Jahre 1910 zeigt den unteren Steinweg, die ehemalige Fuhlbrückengasse. Fotografiert wurde von einem Fenster aus über der ehemaligen Eisenwarenhandlung Schwedt in der Gömmerstraße. Diese beiden Aufnahmen, die um 1900 entstanden, zeigen ebenfalls die ehemalige Fuhlbrückengasse und die Einfahrt zum Hamssack. Auf der ehemaligen Fuhlsbrücke kreuzten sich der Straßenbach des Steinwegs und die Schwemmnotte. Die Häuser links im Bild der Einfahrt zum Hamssack wurden wie einige Leinsiedlerhäuser auch Mitte des 20. Jahrhunderts abgerissen.
Steinweg 43 gegenüber der Einfahrt zum Hanfsack steht dieses Wohn- und Geschäftshaus, das Haus Petersheim. Einst Wäschegeschäft ist es den meisten Mühlhäusern jedoch bekannt als RFT-Fernsehladen. In den 90er Jahren saniert und umgebaut, befindet sich heute in den ehemaligen Geschäftsräumen die Begegnungsstätte der Volkssolidarität. Der Untersteinweg in den 1960er Jahren und kurz nach der Wende 1989. In den 1960er Jahren war der Steinweg zwar noch nicht saniert, dafür spendete aber ein großer Baum vor der Allerheiligenkirche den müden Einkäufern Schatten. Eckhaus vom Untersteinweg zur Hauptmannstraße war bis nach der Wende das Papierwarengeschäft Orschel ansässig. Später wechselte das Geschäft auf die andere Straßenseite und ist heute leider geschlossen. Mitte der 1970er Jahre wurde der Steinweg saniert und zu einer Fußgängerzone umgestaltet. Auch wurden die alten Straßenbahnschienen der 1968 stillgelegten Oberstadtlinie entfernt. Seither ist nur noch das untere Teilstück des Steinweges, die ehemalige Fuhlbrückengasse, von Görmerstraße bis Hauptmannstraße einspurig frei befahrbar. Leider gibt es viele Geschäfte, die einmal am Untersteinweg ansässig waren, heute nicht mehr. Dazu zählen Spielwarenhartung an der Ecke Allerheiligengasse, Samenlobau, das Glas- und Keramikgeschäft von Albert Simon oder das bereits erwähnte Papierwarengeschäft Orschel. Diese schon sehr alte Aufnahme aus dem Jahre 1885 zeigt den Kreuzungsbereich Steinweg, Meißnergasse, Breitenstraße. Im Hintergrund ist die Marienkirche zu erkennen, die zu dieser Zeit noch ihren alten Zwiebelturm hatte. Das Gebäude rechts im Bild an der Ecke Breitenstraße ist das 1826 eröffnete Gasthaus zum Nachbarn. Links die beiden ersten Häuser wurden in späteren Jahren um- bzw. neu gebaut. Es entstand die kleine Fußgängerpassage der Geschäfte Albert Simon und Samenlobau. Das dritte Gebäude auf der linken Seite ist vielen Mühlhäusern heute noch als das ehemalige Elektrogeschäft der Gebrüder Bergmann bekannt. Steinweg abwärts zeigt diese Aufnahme aus dem Jahre 1961 denselben Bereich. Rechts das Elektrogeschäft der Gebrüder Bergmann, Samenlobau und das Porzellangeschäft von Albert Simon. Links die Laterne ist der Eingang zur Gaststätte zum Nachbarn. Die Laterne ist auch noch auf der Aufnahme aus dem Jahre 1981 zu erkennen. Heute gibt es sie leider nicht mehr. Der Bau des Hauptgebäudes des heutigen Mühlhäuserhofes geht auf das Jahr 1689 zurück und damit auf die Zeit des deutschen Barocks. Das vorhergehende Gebäude wurde wahrscheinlich Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut und fiel einem der großen Stadtbrände von Mühlhausen zum Opfer. Ebenfalls ein altes Mühlhäuser Familienunternehmen hat sein Geschäft am Steinweg 33 gegenüber der Breitenstraße an der Ecke Meißnergasse. Kofferbeireis ist jedem Mühlhäuser ein Begriff. Gegründet wurde das Unternehmen 1925 von Karl Wilhelm Beireis mit Geschäft in der Röpplingstraße. 1932 erfolgte der Umzug an den Steinweg 33. 1950 übergab Karl Wilhelm Beireis das Geschäft an Sohn Hans Joachim. 1997 wurde das Geschäft an Tochter Gudrun übergeben, die es bis heute führt. Auf der Nordseite des unteren Steinwegs existieren ebenfalls nur noch wenige alteingesessene Geschäfte. Diese Aufnahme aus dem Jahre 1989 zeigt noch am Steinweg 66 Ecke Breitenstraße das Fotoatelier Barkloff, das heute ein Optikergeschäft ist. Das nächste Haus, Steinweg 67, wurde im Jahr 1695 als Bäckerei gebaut. Es ist das einzige Altmühlhäuser Backhaus, das noch am Steinweg existiert und wird seit 1966 von der aus Heyerode stammenden Familie Marx betrieben. Am Steinweg 69 befindet sich das Juweliergeschäft der Familie Wittig.
Es existiert bereits seit über 80 Jahren und wird heute in zweiter Generation erfolgreich durch Frau Monika Wittig-Ganghofer geführt. Diese Aufnahme aus dem Jahre 1900 zeigt den Untersteinweg mit noch offenem Straßenbach. Im Hintergrund ist ebenfalls der zu dieser Zeit im Bau befindliche neue Turm der Marienkirche zu erkennen. Nach der Wende in den Jahren 1989-90 hat sich das Gesicht des Steinweges gewandelt. Dem tristen Grau der DDR-Zeit folgte eine farbenfrohe Straßen- und Häusergestaltung. Viele der alten Gebäude wurden saniert oder ganz umgebaut. Geschäfte wechselten ihre Besitzer und ihre Angebote. Unsere Haupteinkaufsstraße wurde bunter und abwechslungsreicher. Viele, vor allen Dingen ältere Mühlhäuser, vermissen aber die Kontinuität, das Gleichbleibende. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht am Steinweg ein Geschäft schließt oder neu eröffnet wird. Leider halten sich die neuen Geschäfte meist nur kurze Zeit. Viele Mühlhäuser werden sich noch an das Eiscafé Kristall erinnern. Eingerichtet im Stil der 1950er Jahre, hielt es an heißen Tagen eine leckere Abkühlung bereit. Nach der Schließung des Eiscafés und dem Umbau in den 1990er Jahren hat heute eine Discounterkette hier ihre Verkaufsräume. Das obere Stück des unteren Steinwegs mit Blickrichtung nach Osten zeigen diese beiden Aufnahmen mit einem Abstand von fast 100 Jahren. Sie entstanden 1895 und 1990. Die Aufnahme aus dem Jahre 1990 zeigt auf der rechten Bildseite noch das alte Kurzwarengeschäft Klöppel, in dem sich heute eine Bäckerfiliale befindet. Das zweite Haus auf der linken Seite ist der Herrenausstatter Endepuls. Das Geschäft wurde am 13. Mai 1899 als Höllenkamp & Co. in Leipzig gegründet. Den Namen Endepuls trägt es seit 1919. Die Mühlhäuser Filiale am Steinweg 73 eröffnete am 7. November 1924. Diese wird von den Junioren Barbara und Thomas Endepuls seit 1995 geführt. Zweifellos ist die ehemalige Bürgerschenke am Steinweg 75 das Gebäude in Mühlhausen mit dem schönsten und bekanntesten Erker der Stadt. Früher eine Schmiede, war das ehemalige Haus Nummer 202 ein Wohnhaus und seit 1821 eine Gastwirtschaft. Damals hieß sie Heißbierstube, ab etwa 1900 Bürgerschenke. Pächter und Eigentümer wechselten sehr häufig. 1943 stellte man den Schankbetrieb ein. Zu DDR-Zeiten nutzte die HO die Räumlichkeiten für betriebliche Veranstaltungen. 1993 wurde das Wohn- und Geschäftshaus noch einmal aufwendig umgebaut und saniert. Hier verlassen wir den Untersteinweg, der an der Einmündung Städte bzw. Brückenstraße endet. Das ehemalige HU-Kinderkaufhaus zählt eigentlich zur Städte und trägt dort die Nummer 10. Früher erfolgte der Zugang zu den Geschäftsräumen direkt über die Ecke, heute vom Steinweg her. Nach der Wende wurde auch das Kinderkaufhaus geschlossen. Einige Jahre war das Gebäude an die Blocker Holding aus Holland vermietet. Später ebenfalls saniert, befindet sich heute in diesem Gebäude der Familienausstatter Ernstings Family. Dieses Foto aus dem Jahre 1936 zeigt uns das Handarbeitsgeschäft Brenner am Steinweg Ecke Brückenstraße sowie das Haus Flora in der oberen Brückenstraße. Während der DDR-Zeit befand sich im Eckhaus am Steinweg 23 ein Bekleidungsgeschäft. Heute findet man hier ein beliebtes Eiscafé. Am 4. April 1945 änderte sich diese Straßenansicht jedoch grundlegend. Knapp einen Monat vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Haus Flora in der oberen Brückenstraße sowie die Häuser 22 und 23 am Steinweg bei einem alliierten Luftangriff zerstört. Die Schäden dieses Bombentreffers waren erheblich. Und trotzdem hatte Mühlhausen noch Glück. Bei der Bombe, die die beiden Häuser traf, handelte es sich um eine reine Sprengbombe. Ein Brandbombentreffer hätte in der dicht bebauten Innenstadt einen wesentlich größeren Schaden angerichtet. Wenden wir uns nun dem oberen Steinweg zu. Nicht nur durch den Wegfall der Straßenbahn und die Umgestaltung des Steinweges zur Fußgängerzone hat sich auch hier viel verändert. Nach dem Krieg jedoch blieb zunächst alles beim Alten. Einige Geschäfte wurden durch die HO oder den Konsum übernommen, die Art der angebotenen Waren änderte sich jedoch nicht.
Die erste große Veränderung für den Steinweg kam mit dem Wegfall der Straßenbahn im Jahre 1968. Mehr Platz war vorhanden für Fußgänger und Autofahrer. In den 70er Jahren wurde dann der Straßenverkehr auf dem Steinweg eingestellt. Die alten Straßenbahnschienen wurden entfernt und der Steinweg wurde Fußgängerzone. Auch wenn sich das Gesicht des Steinwegs geändert hatte, die Geschäfte blieben zunächst die gleichen. Das änderte sich erst mit der Wende 1989-90. Geschäfte, an die man sich in seiner Jugend gewöhnt hatte und die man kannte, verschwanden nach und nach. Die einen wurden aus Altersgründen aufgegeben, die anderen verkauft. Bis heute überlebt haben nur wenige. Diese Aufnahmen aus den Jahren 1928, den 60er Jahren, 1974, 1987, 1989, 90 sowie die Aufnahmen aus dem Jahre 2012 und 14 zeigen recht deutlich den Wandel des Obersteinwegs in den letzten 85 Jahren. So wurde zum Beispiel in den 1980er Jahren der Versuch unternommen, den Steinweg ein wenig zu begrünen. Als dies in den 1990er Jahren endlich Früchte trug, wurde der Steinweg abermals umgestaltet. Mühlhausen bekam wieder einen steinernen Steinweg, die teuerste Einkaufsmeile Deutschlands. Langsam nähern wir uns der Grasegasse und dem ehemaligen Krautmarkt an der Nordseite des oberen Steinwegs. Neben dem Eckhaus, dem ehemaligen Stadtcafé, steht das Haus Nummer 75. Hier war fast 75 Jahre lang das Papierwarengeschäft Gast. Seit 1871 betrieb die Familie Gast in Mühlhausen eine Buchbinderei. Erst in der Fortenstraße und später in der Herrenstraße wurde daraus die größte Buchbinderei Thüringens. Im Jahre 1923 eröffnete am Steinweg 75 das Schreibwarengeschäft H. Gast. Das H steht für den Gründer des Familienunternehmens Heinrich Gast. Anfang der 1990er Jahre zog das Geschäft auf die andere Straßenseite um. Seither ist hier die Verkaufsfiliale einer Kaffeerösterei ansässig. Die nun folgenden drei Aufnahmen aus den Jahren 1915, aus den 30er Jahren und aus dem Jahre 1990 zeigen den ehemaligen Krautmarkt zwischen Grasegasse und Postplatz. Bei den Aufnahmen aus den 1930er Jahren, der Steinweg hieß zu dieser Zeit Hindenburgstraße, handelt es sich um ein und dasselbe Bild. In das eine Foto wurde nachträglich eine nicht unbedingt für Mühlhausen typische Straßenbahn einretuschiert. Auf dem Bild aus dem Jahre 1990 kann man den erfolgreich begrünten Obersteinweg sehen. Wahrscheinlich aber war es zu viel grün, denn einige Jahre später wurden die Pergolas und Blumenkübel wieder entfernt. Das Eckhaus Grasegasse 1 mit der ehemaligen Nummer 323 ist den meisten Mühlhäusern noch als Stadtcafé in Erinnerung. Bevor Rosa Althaus jedoch 1933 die Schankgenehmigung für ein Kaffeehaus mit Konditorei bekam, war es von Mitte des 17. Jahrhunderts an ein Porzellangeschäft. Der damalige Inhaber Hagenbruch bot neben Porzellan auch Steingut, Blechwaren und Tapeten an. Das ehemalige Stadtcafé wurde, von der Eröffnung bis zu seiner Schließung Anfang der 1990er Jahre durch Frau Althaus betrieben. Damit dürfte es die einzige Gaststätte in Mühlhausen sein, die von ihrer Eröffnung bis zur Schließung nur einen Besitzer hatte. 1996 wurde das Haus von Grund auf saniert. Das Stadtcafé zog mit der gesamten hölzernen Einrichtung und dem neuen Besitzer an den Steinweg 86. Dort, wo 63 Jahre lang eins der besten Cafés der Stadt seine Gäste empfing, ist seit dem Jahr 2000 ein Drogeriemarkt ansässig. Leider konnte sich das Stadtcafé auch an der neuen Adresse nicht lange halten.
Die originale, holzvertäfelte Einrichtung des alten Stadtcafés wurde aber auch von den neuen Besitzern übernommen. Sie gibt es heute noch. Gegenüber des ehemaligen Stadtcafés am Steinweg 11 befindet sich die Mohrenapotheke. Gegründet wurde sie bereits 1626. Sie ist damit die älteste noch bestehende Apotheke von Mühlhausen. Nebenan befand sich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts der Kolonialwarenladen Binkebank. Der Grundaufbau des Hauses wurde trotz Sanierung nicht verändert, es änderte sich nur die Ansicht, wie die Aufnahmen aus dem Jahre 1898, 1910, 1955, 1990 und 2012 zeigen. In den Häusern Steinweg 8, 9 und 10 befand sich bis zur Wende das Kontaktkaufhaus. Die Gebäude wurden später renoviert und wieder aufgeteilt. Zwei Textilgeschäfte und ein Drogeriemarkt haben hier ihre Bleibe gefunden. In den 70er Jahren beschloss man, den Steinweg zu einer Boulevardstraße nach westlichem Vorbild umzubauen. Die Breite der Straße am ehemaligen Krautmarkt bot dafür die idealen Voraussetzungen. Blumenkübel umrahmten die Straßencafés, Hochbeete mit Pergolas und Bänken luden zum Verweilen ein. Rückwirkend mit dem Abstand von fast 25 Jahren kann man sagen, dass der Mühlhäuser Steinweg auch zu dieser Zeit eine recht schöne Einkaufsstraße war. Ein Teil der Südseite des oberen Steinwegs ist auf diesen Bildern zu sehen. Recht selten ist auch, dass der Aufnahmetag einer Fotografie genau bekannt ist. Diese Aufnahme vom 21. Juli 1902 zeigt das ehemalige Fachwerkhaus an der Ecke Linsenstraße. Um die Jahrhundertwende erst renoviert, wurde es 1911 abgerissen und durch ein neues ersetzt. Das gegenüberliegende Eckhaus der Linsenstraße, Steinweg 7, ist heute die erste Adresse für gute Bücher in Mühlhausen. Bis in die 1960er Jahre hinein war hier das Tapetengeschäft der Familie Müller. Von 1970 an Volksbuchhandlung übernahm die Familie König 1991 das Geschäft. Seither ist das Buchhaus König für jeden Mühlhäuser ein Begriff. An der Nordseite des oberen Steinwegs, am ehemaligen Krautmarkt, befand sich bis ins Jahr 1913 im ehemaligen Haus 93 der alte, ursprüngliche Gasthof zum Postkeller. Der Ursprung des Postkellers geht bis ins Jahr 1688 zurück. Für den Postanbau, der sogenannten Paketpost, musste er und die Häuser 92 und 91 weichen. Seither ist der Postkeller auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Steinweg 6 zu finden. Da in den 1990er Jahren auch die alte Paketpost wieder abgerissen wurde, bietet sich heute vom oberen Steinweg ein ganz anderes Bild. Die Veränderungen am oberen Steinweg zeigen auch diese drei Aufnahmen aus den Jahren 1935, 1967 und 1993. Wir nähern uns langsam dem Ende des Steinwegs. Auf ein Gebäude an der Nordseite des Steinwegs möchte ich aber noch näher eingehen. Ursprünglich zwei Häuser mit den Nummern 5 und 6 handelt es sich um das Thuringierhaus.
Die ursprünglichen Häuser trugen die alten Hausnummern 305 und 306. 1849 eröffnete A.B. Schmidt am Steinweg 5 eine Gaststätte. Die Familie Schmidt ist ein altes Mühlhäuser Brauergeschlecht. Ihnen gehörte die Thuringia Brauerei in der Johannesstraße. 1874 erwarb er das benachbarte Grundstück und erweiterte damit die Gaststätte, die als Schmidts Bierstube oder Patrizier Trinkstube bekannt war. Im Neubau des Thuringias befanden sich, neben dem damals bekannten Thuringia Lichtspielhaus, dem Kino, 4 Gasträume. Nach Umbauarbeiten übernahm 1950 die AO der DDR das Haus. Neben dem Kino befand sich nun ein Restaurant im Erdgeschoss und eine Tanzbar in der ersten Etage sowie Wohnungen in der zweiten und dritten Etage. Nach erneuten Umbau 1995 hat das AWG Modezentrum hier seine Mühlhäuser Filiale eingerichtet. Diese beiden Aufnahmen des oberen Steinwegs entstanden in den 1920ern und den 1940er Jahren. Sie zeigen noch einmal die Nordseite, den ehemaligen Krautmarkt mit kaiserlichem Postamt und die Südseite mit dem Thuringia-Haus. Mit ihnen sind wir am Ende der Mühlhäuser Einkaufsstraße angekommen. Den Abschluss bildet dieses Foto aus dem Jahre 1878. Es wurde wahrscheinlich vom Balkon des Südportals der Marienkirche aus aufgenommen. Das Gebäude links im Vordergrund ist die Brotlaube. Die Radstraße ist neben der Brückenstraße und der Linsenstraße die westlichste der drei direkten Verbindungsstraßen zwischen Oberstadt und Unterstadt. In ihr befindet sich auf der Schwemmnotte, der Grenze zwischen der Ober- und Unterstadt, das Mühlhäuser Rathaus. Der südliche Teil der Straße bei der Marienkirche ist die Verlängerung des Steinweges bis zur Herrenstraße. Nördlich der Marienkirche verbindet sie die Holzstraße mit dem Obermarkt. Als Contra Ecclesiam Beatae Virginis, zu Deutsch gegenüber der Kirche der Heiligen Jungfrau, wurde sie im Jahre 1418 erstmalig erwähnt. Das Haus bei der Marienkirche 12 war bis Anfang der 1960er Jahre eine gefragte Adresse in Mühlhausen. Hier befand sich das Lichtspielhaus Weiße Wand. 1909 eröffnet und liebevoll Flugkiste genannt, war es das kleinste und billigste Kino in Mühlhausen. 1962 wurde es geschlossen. Bevor uns der Weg weiter Richtung Westen in die Herrenstraße führt, machen wir einen kleinen Abstecher die Marktgasse hinab zur Wahlstraße. Erstmals wurde sie im Jahre 1376 erwähnt. Ihr Name stammt von den Wallonen, einer Volksgruppe aus dem südlichen Belgien, die sich hier ansiedelten. Diese Aufnahme aus dem Jahre 1963 zeigt das ehemalige Fleischergeschäft in der Wahlstraße Ecke Marktgasse. Eins der früher schönsten und interessantesten Häuser der Stadt steht in der Wahlstraße 69. Dieses Haus zeigt wie kein anderes den Einfluss der Hanse auf Mühlhausen. Es wurde 1607 als städtisches Brauhaus mit Speicherböden gebaut. Von 1714 bis zur Wende 1989-90 war es ein Wohnhaus. Während Anfang des 20. Jahrhunderts in der Wahlstraße 69 noch Bier gebraut und gelagert wurde, zeigen die Aufnahmen aus dem Jahre 1922 und aus den 60er Jahren das Gebäude schon als Wohnhaus. Seit 1990 nicht mehr bewohnt, ist es, wie viele andere historische Gebäude in der Stadt auch, heute dem Verfall preisgegeben. Nach diesem kurzen Ausflug in die Wahlstraße sind wir wieder zurück bei der Marienkirche und dort bei dem Haus Nummer 9. 1242 als Ordenshof des Deutschen Ordens angelegt, diente das Haus mit Nebengelass in der Herrenstraße 1 vorwiegend als Wirtschaftshof. 1525 wohnte hier Thomas Münzer während seines Wirkens in Mühlhausen. Nach einem Stadtbrand im Jahre 1340 stark zerstört, wurde es 1397 im Fachwerk- und Renaissance-Stil wieder aufgebaut und diente als Pfarr- und Wohnhaus. Im Jahr 1800 wurde in diesem Haus der Architekt und Baumeister Friedrich August Stühler geboren. Heute ist hier der evangelische Kirchenkreis, das Kirchenamt und das Kirchenarchiv untergebracht. Thank you.
Als Platea Dominorum wurde die Herrenstraße im Jahre 1388 erstmals erwähnt. Ihren Namen hat sie von den Reichsministerialen. Diese waren freie Beamte und Verwalter, die hier ihre Höfe hatten. Ein früher vermuteter Bezug zum Ordenshaus der deutschen Herren besteht nicht. Die Ordensleute wurden in Urkunden aus dem 14. Jahrhundert als Fratres, zu Deutsch Brüder, und nicht als Domini, zu Deutsch Herren, bezeichnet. Während die Häuser auf der Nordseite der Herrenstraße meist zu Höfen gehörten, sind die Gebäude auf der Südseite oft Geschäfts- und Wohnhäuser. Diese Aufnahme aus dem Jahre 1962 zeigt das Geschäftshaus in der Herrenstraße 21. Wie überall in der Stadt, so wechseln auch hier die Laden- und Geschäftsinhaber seit der Wende sehr häufig. Zwischen der Herrenstraße und der Waldstraße gibt es drei in Nord-Süd-Richtung verlaufende Verbindungsgassen. Die mittlere ist die 1375 erstmals erwähnte Losengasse. Das ursprüngliche Wort für Losen war Löber. Das ist die alte Bezeichnung für Gerber. Durch die Sprachentwicklung der letzten 500 Jahre wurde aus Löber Lober und aus Lober Losen. Ein sehr schönes und interessantes Haus mit der ehemaligen Hausnummer 265 steht in der Herrenstraße 6. Es wurde als Ackerbürgerhof im Jahre 1340 im deutschen Renaissance-Stil errichtet. Das Vorderhaus wird auf das Jahr 1649 datiert. Ursprünglich ein Speicherwohnhaus, wurde es aber als städtische Pfandleihe später bekannt. In den 1950er Jahren übernahmen Karl und Jutta Wagner das Grundstück und errichteten hier eine Strickerei. Im Jahre 1972 wurde die Familie Wagner enteignet. Ihre Strickerei wurde der VEB Maschenmode. 1991, kurz nach der Wende, erhielten sie Grundstück und Fabrik wieder zurück. 1993 stellten sie aus gesundheitlichen Gründen die Produktion ein. Im Jahr 2007 erwarben die heutigen Eigentümer das Grundstück. Nach einer aufwendigen, unter den Gesichtspunkten des Denkmalschutzes durchgeführten Sanierung ist das Haus heute eines der schönsten historischen Gebäude von Mühlhausen. Der westlichste der drei Verbindungswege zwischen Herrenstraße und Waldstraße ist die 1402 erstmals erwähnte Spiegelsgasse. Die Herkunft des Namens ist ungeklärt. Wahrscheinlich geht er auf einen Familiennamen zurück. An ihrem oberen, nördlichen Ende stößt die Spiegelsgasse nicht nur auf die Herrenstraße, sondern auch auf die Güldene Ecke und auf die Straße am Frauentor. Das Foto aus dem Jahre 1962 zeigt die Spiegelsgasse mit Blickrichtung nach Norden zur Herrenstraße hin. Die entgegengesetzte Richtung nach Süden hin zur Waldstraße zeigt die Aufnahme aus dem Jahre 1978. Vor ungefähr 124 Jahren, um das Jahr 1890, entstand diese alte Fotografie. Mit offenen Straßenbächen zeigt sie noch einmal die Herrenstraße Blickrichtung Westen zur Güldenen Ecke hin. Die Bezeichnung Güldene Ecke taucht erstmals 1532 in einem Zinsbuch der Stadt Mühlhausen auf. Obwohl naheliegend, ist ein Bezug des Straßennamens auf ehemals reiche Bewohner nicht nachgewiesen. Als Ecke wurden früher sehr kurze Sackgassen bezeichnet, die stumpf an einer Mauer oder an einem Turm endeten. Ein Beispiel hierfür wäre die ehemalige silberne Ecke in der Waldstraße. Bekannt ist die Güldene Ecke jedoch durch die gleichnamige Gaststätte im Haus Nummer 6 an der Ecke Spiegelsgasse. Die alte Hausnummer dieses Gebäudes war die 279. Hier betrieb die Familie Dittmar über mehrere Generationen hinweg von 1860 bis 1965 eine Schankwirtschaft. Haus- und Gastwirtschaft wurden noch bis 1982 von der Stadt bewirtschaftet. Danach stellte man den Betrieb wegen des desolaten Bauzustandes ein. Als eines der ersten Häuser im Modellstadtprojekt der Stadt Mühlhausen wurde im Jahr 1991 die Güldene Ecke 6 saniert und so vor dem Verfall gerettet. Wir sind wieder am Ausgangspunkt unseres Rundgangs durch die Oberstadt angekommen. Mit diesen Bildern von der Straße am Frauentor, vom inneren Frauentor selbst und vom Rahmenturm möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Die letzten 6 Aufnahmen entstanden im Jahre 1890, 10 Jahre vor der Straßenbahn, in den 1950ern, in den 1960ern und 1970er Jahren, im Jahr 1978 und im Jahr 1998.